Wenn zwei dasselbe tun, ist es noch lange nicht das gleiche. Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Gerhard Oehler. Hier geht es um das Thema Börse, Investment und Charttechnik. In der vergangenen Woche haben zwei Personen Aktien gekauft. Eigentlich nichts Ungewöhnliches. Nur diese beiden Personen sind zum einen Warren Buffett und auch Elon Musk. Beide haben in etwa zwischen 3 und 4,5 Milliarden investiert. Beim einen legte der Aktienkurs rund 10% zu und beim anderen etwa 40% zu. Jetzt ist natürlich die Frage, charttechnisch macht es Sinn, auch in diese Aktien zu investieren? Genau mit diesem Thema will ich mich jetzt auseinandersetzen. Als erstes schauen wir uns den Kauf von Warren Buffett an. Er hat in HP investiert. Hier sehen wir den langfristigen Chart. Interessant ist diesbezüglich, dass diese Aktie, die es ja schon seit dem Ende der 60er Jahre gibt, einen Lauf nach oben hin hatte, aber auch immer wieder gravierende Rücksetzer, unter anderem rund um das Jahr 2000 hat man etwa 80% an Wert verloren. Von 31 Dollar ist es da runtergegangen auf 5,40 Dollar, also 80%, das ist nicht ohne. Jetzt oder 20 Jahre später hat man ein neues All-Time-Hoch, eigentlich im vergangenen Jahr war das bereits, ein neues All-Time-Hoch erreicht, sofort ein Rücksetzer und jetzt schickt man sich an, wiederum höher zu gehen, wobei dies jetzt im Zuge der Berichterstattung mit einem Gap geschehen ist. Zeitweise war man da etwa um die 19% im Plus. Ich verlinke auch unten einen Artikel dazu, dann könnt ihr euch das näher durchlesen. Wie gesagt, man war phasenweise sogar 19% im Plus. Aus diesem Plus ist jetzt nur noch in etwa um die 10% übrig geblieben. Und die Kurslücke ist auch natürlich noch offen. Interessant ist, dass diese Aktie zuvor in einer Abwärtsbewegung gewesen ist. Von 40 Dollar kommend auf etwa 35 Dollar ist man nach unten marschiert. Mein Ziel wäre da gewesen, ihr seht es ja da hier eingeblendet im Chart, um die 33 Dollar. 71. Hier hätte ich mir unter Umständen vorgestellt, eine Position einzugehen. Aber mit dieser Benachrichtigung ist es natürlich zunichte gegangen. Nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, dass man zuerst einmal das Gap von 36,75 Dollar schließen muss, um eben dann unter Umständen von zulegenden Kursen zu profitieren. HP ist auch ein Dividendenzahler, der seine Dividenden von Jahr zu Jahr steigern konnte bis jetzt. Und das wird auch vermutlich einer der Gründe sein, warum Warren Buffett da überhaupt investiert hat. Zeitgleich, und das ist der große Unterschied zwischen uns und Warren Buffett hat vermutlich auch noch Zusatzvereinbarungen getroffen. Ich habe in einem älteren Video schon einmal darauf hingewiesen, dass Warren Buffett in der Vergangenheit nicht nur Optionen immer wieder sich rausgehandelt hat, indem er zu einem Aktienkurs, der meistens 30-40% tiefer ist, wie der aktuelle Kurs, in Verbindung damit mit einem Kredit, den er dem Unternehmen gibt, zeitlich begrenzt auf 1-2 Jahre, solche Geschäfte sich aushandelt. Das heißt, wir können eigentlich den Kaufkurs nicht vergleichen. Wir wissen zwar, wann er in etwa gekauft hat oder wann er dieses Geschäft eingegangen ist und in weiterer Folge, wann das bekannt geworden ist, aber den ganzen Umfang dieses Geschäfts können wir eigentlich nicht erahnen. Erst Jahre später kommen solche Details eigentlich immer wieder raus. Nur ein Beispiel, als er sich bei Goldman Sachs beteiligt hat, hat er diese Aktie, die er damals Goldman Sachs mit gröberen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, einen Abschlag von 66% bekommen.
Das heißt, er musste hier dann noch 3 Jahre lang warten und dann durfte er einen Teil dieser Aktien beziehen und in weiterer Folge noch weitere 2 Jahre, also ein Projekt auf 5 Jahre betrachtet. Der Aktienkurs hat in der Zwischenzeit auch noch zugelegt, einige 100%. Das heißt, es war ein 1000% für ihn bei Goldman Sachs, wodurch auch jetzt in weiterer Folge die Dividenden, die dann bezahlt worden sind, natürlich von einem viel tieferen Niveau auszurechnen sind und dies in weiterer Folge natürlich die Dividende prozentmäßig hochgeschnellt ist. Das heißt, solche Geschäfte können wir eigentlich als Normalsterblicher gar nicht eingehen. Ja, wir könnten uns an Warren Buffetts Anlagevehikel beteiligen, um eben davon zu profitieren. Aber wenn wir direkt die Aktien uns anschauen, keine Chance, hier etwas zu machen. Mein Fazit ist jetzt eigentlich dies, wie ich schon gesagt habe, die Aktie sollte in Richtung $36,75 gehen und auch die $33,71 schließe ich nicht aus. Das heißt, die Aktie würde ich eher in diesem Bereich dort unten kaufen und nicht jetzt danach springen. Bevor wir uns jetzt die zweite Aktie anschauen, ein kleiner Hinweis, Cliffhanger. Ich werde am Ende des Videos bzw. nach dieser zweiten Aktie sogar noch ein drittes Thema ansprechen. Also unbedingt dranbleiben. Es geht hier um einen Autobauer, also VW, Porsche und so weiter, die auch an die Börse gehen wollen und ob es sinnvoll ist, jetzt in diesen Bereich zu investieren. Wie gesagt, das folgt nach dem Thema. Was wollen Sie jetzt da anschauen? Okay, die nächste Aktie ist eben von Elon Musk, die er erworben hat. Das ist etwa 9% von Twitter. Twitter ist, wie wir hier im Chart sehen können, in einer lang anhaltenden Seitwärtsbewegung. Auch diese Aktie hat sage und schreibe um die 80% in etwa verloren. In verschiedenen Phasen bereits schon in der Vergangenheit. Zum Beispiel auch jetzt hat man in etwa vom Hoch des vergangenen Jahres bis runter auf $31,20 in etwa um die 60% verloren. Das heißt, auch diese Aktie ist sehr, sehr, sehr schwankungsintensiv und in einer großen Seitwärtsbewegung seit Anbeginn an. Elon Musk hat mit einem Durchschnittspreis, soweit man das jetzt erkennen kann, hier blende ich euch eine Tabelle ein, etwa mit $37 gekauft. Wir wissen auch gar nicht, ob er über ein Limit hergegangen ist und bereits schon wiederum Positionen verkauft hat. Denn Elon Musk schätze ich eher mehr als Trader ein. Das haben wir beim Bitcoin gesehen, wo er ganz einfach privat, aber auch bei anderen Coins gekauft und verkauft gehabt hat, indem er ganz einfach diverse News rausgehaut hat und in weiterer Folge ja wiederum Anteile abgestoßen hat. Jedenfalls der Sprung nach oben hin, ja, das war ein gewaltiger Sprung, das war phasenweise sogar über 45% im Plus, also wesentlich mehr wie bei Warren Buffett, sogar um die 50%, 52% war man im Plus phasenweise. Jetzt ist man noch immer noch etwa um die 10% im Plus, wenn ich das richtig gerechnet habe. Na, sogar ein bisschen mehr. Auch hier gilt dasselbe. Diese Kurslücke sollte eher geschlossen werden. Also wir könnten wiederum auf das Kursniveau von etwa $39,65 zurückgehen. Ob es dann sinnvoll ist zu investieren, ja, warum nicht? Aber ich sehe das eher als eine kurzfristige Bewegung, als einen Swing an, wenn dann nachher vielleicht wiederum irgendeine neue Nachricht kommt. Interessant ist eigentlich die Frage, warum hatte er investiert? Diesbezüglich verlinke ich euch einen interessanten Artikel.
Er selbst hat das eigentlich nicht kommentiert, aber aus dem Artikel geht hervor, dass er womöglich einen bestimmten User, jemand bestimmten, der twittert, vielleicht sperren lassen möchte und ganz einfach gleich das Unternehmen gekauft hat, um eben Einfluss zu auszuüben. Aber wie gesagt, es ist eine von vielen Theorien, die durchaus Sinn ergeben könnte. Okay, gut, jetzt da schauen wir uns noch etwas an. Und zwar geht es um das Thema Porsche, VW und so weiter. Ja, die Familie Pirch, aber auch die zweite Familie, die dort involviert ist. Muss ich da jetzt da selbst noch einmal nachschauen? Ja, finde ich jetzt da nicht. Jedenfalls die beiden Familien zusammen sind die Dominatoren dieser Unternehmensgruppe, die aus vielen einzelnen Autobauern besteht. Und diese wollen die Porsche Holding an die Börse bringen. Es gibt bereits die Porsche Aktie. Aber man will hier ganz einfach Kapital generieren, um eben indirekt oder eigentlich direkt VW zu stärken. VW ist zwar das zweitgrößte Unternehmen der Welt, bezogen jetzt, wenn es um den Absatz geht von Fahrzeugen hinter Toyota, aber auch zeitgleich das höchst verschuldete Unternehmen. Das heißt, mit anderen Worten, es wird ihnen zwar nicht das Kapital ausgehen, aber man will eine Metamorphose in Richtung Elektrobau, Elektroautos vollziehen und dazu benötigt man Kapital. Und offensichtlich hat man daher jetzt eine Möglichkeit gefunden, aus diesen Beteiligungen heraus eine neue AG an die Börse zu bringen. Bringt dann auch Anteile vom einen als auch vom anderen Unternehmen ein. Und jetzt, da stellt sich natürlich die Frage, Porsche oder VW-Aktien, was kaufen wir? Schauen wir uns am besten beides charttechnisch an. Beginnen wir mit der Porsche-Aktie. Hier gleich ein kleiner Cliffhanger wiederum. Ich habe mir im Rahmen des Premium-Dienst, haben wir schon darüber gesprochen, die Porsche-Aktie wird jetzt interessant. Wenn wir hier aus dieser Seitwärtsbewegung ausbrechen, das wäre da hier in diesem Bereich um die 94 Euro, dann könnte ich mir einen Anstieg von etwa 60% vorstellen in Richtung 157 Euro. Ein Kauflimit habe ich noch keines herausgegeben, aber soweit ich das richtig jetzt das sehe, 74, 75 Euro, vielleicht geht dieser Rücksetzer noch etwas tiefer. Könnte durchaus interessant sein, hier Positionen einzugehen. Also ich würde das eben, das ist natürlich keine Kaufempfehlung, ich würde das jetzt auf mehreren Tranchen machen, eine Position jetzt da unmittelbar in der kommenden Woche einzugehen und danach auch nach Cash bereitzuhalten, um eben nachzukaufen. Dasselbe oder ähnliche gilt auch bei VW. Auch dieses Unternehmen ist in einer großen Seitwärtsphase und das seit Jahrzehnten. Wir sind da positioniert gewesen bei 182 Euro, dann ist der Weg nach oben in Richtung 360 Euro gegangen. Das war dann meine Kaufempfehlung aus dem vergangenen Jahr. Eigentlich war das 2020. In weiterer Folge sind wir jetzt da in einer gröberen Korrektur. Das ist jetzt ein älterer Chart von mir, wo ich davon gesprochen habe. Ja, das erste Ziel wären da diese 182, die wir bereits jetzt auch schon gesehen haben. Vielleicht laufen wir noch einmal dorthin. Also ich würde da bei 182 oder 183 gerundet eine Kauforder eingeben. Wie gesagt, das ist keine Handelsempfehlung, sondern meine Überlegung diesbezüglich. Und aber auch Cash bereit halten, um eben bei 135 nachkaufen zu können. Die ganze IPO-Geschichte sollte im Herbst diesen Jahres stattfinden.
Also womöglich noch ein halbes Jahr vergehen, wo sich dann noch nähere Details herauskristallisieren werden. Ja, also nicht jetzt der unmittelbar ein schneller Zock, sondern etwas auf längere Sicht betrachtet. Okay, gut, ich hoffe, euch gefallen solche Kurzvideos. Ja, es ist jetzt also doch ein längeres Video, bezogen jetzt auf oder über das Handy dargestellt. Da ich festgestellt habe, dass eigentlich die Masse der Videoseher von mir über das Handy sich das Video anschaut und nicht am PC, habe ich mich entschlossen, jetzt da vermehrt eigentlich Handyvideos zu machen. Ich freue mich natürlich über einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Tschüss!